Ja, servus, liebe Freunde. Ja, hier geht's wieder weiter. Willkommen zum Dienstagsvlog. Ja, mein Vater, der hat gestern die Reifen abgezogen vom Kramer. Also, da bin ich gerade am Felgen entlacken, entrosten. Und da stehen die alten Reifen. Ja, die waren jetzt quasi komplett entlackt, entrostet. Dass sie beide so ausschauen wie die. Die ist quasi fertig. Also einmal hier, dann hier drin den Rand bin ich einmal drüber gegangen. Und einmal so. Bitteschön. Ja, so werden sie jetzt alle zwei behandelt, dass die dann fertig sind. Und dann kommt auf alle Felgen Grundierung und auf alle Felgen Lack. Und dann machen wir den Versuch. Also TÜV-Prüfer war da, er hat gemeint, es müsste gehen. Jetzt haben wir aber wiederum festgestellt, die Felgen sind 9,24. Die Reifen, die drauf waren, sind 10,24. Und die Reifen, die drauf sollen, sind 12,424. Jetzt wird es lustig. Ich bin gespannt. Der Vater hat gemeint, es müsste gehen. Der TÜV-Prüfer hat sich so angeschaut, hat gemeint, es müsste eigentlich AG. Ich weiß nicht, ob er die 9,24 gesehen hat, aber wir versuchen es. Also das sind ja die Originalreifen. So schauen die aus. Hier sieht man es, wie gesagt, wenn ich es jetzt so ein bisschen reindrücke, total rissig. Also bloß noch einmal, dass ihr das gesehen habt, das war Continental. Ja, sind immer die besten Profile, ist auch fast nichts mehr drauf. Und ich sag's ganz ehrlich, komm, man macht mir sie neu und da scheißen wir drauf. Ja, beim letzten Mal habe ich euch ja schmackhaft gemacht. Ja, sie hat neue Reifen. Da habe ich es gar nicht gezeigt. Ich bin schon eine, ganz ein schlimmer Finger. Ja, montiert sind sie. Die Felgen sind ja auch lackiert. Wie sieht jetzt das ganze Ding aus? Der steht in der Halle drin. Wir kommen schon noch dazu. Ich fahre am Montag den Mist fort. Nimm da auf den Misthaufen. Spätestens da seht ihr den nochmal in voller Pracht. Der IHC mit neuen Reifen. Ja. Da ist wieder Profil drauf. Da kannst du dran bergsteigen gehen, wenn du willst. So sieht die ganze Sache nur aus. Und vorne. Gut, vorne siehst du nicht viel Unterschied, weil die anderen waren ja auch neu damals. Die waren ja erst ein Jahr alt. Ja, also wie gesagt, sind die Michelin ja gewonnen. Das habt ihr ja auch schon erfahren. Habt ihr ja schon gesehen im letzten Video. Und ja, die Felgen in wunderschönem RAL 10, 15, Hellelfenbein. Was will man mehr? Schaut gut aus. Ich finde, der Bulldog, der macht wieder was her. Macht wieder richtig Spaß, ne, sich so anzugucken. Neue Reifen. Steht er richtig gut da. Hier nochmal von vorne. Ja, wie gesagt, man sieht nicht viel. Aber ich denke, Marken sollte da jetzt kein Problem mehr sein. Der sollte jetzt wieder richtig durchziehen, ohne viel Schlupf. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, wenn wir gerade in der Halle sind. Da liegt die Motorhaube von Kramer, habe ich ja schon gesagt. Und da hinten die Kotflügel. Da die zweite Motorhaube, die von K15. Ja, fliegt halt alles ein wenig rum. Montagmorgen schon wieder. Gestern, was ist passiert am Sonntag? Nicht viel. Einfach mal einen Faulenzer da gemacht. Ganz normal nur meine Viecher. Ja. Gut, ich habe gestern, wir waren mit der Familie mal unterwegs und waren noch einmal an dem Betrieb da oben, wo ich die Schweinehälfte kriege. Ja, aber sonst ist gestern am Sonntag nichts passiert, also nichts was zum Filmen gewesen wäre. Deswegen einen Sprung vom Samstag auf Montag. Ja, was mache ich heute? Ich lasse uns als allererstes früher mal meine Viecher aus und ich habe mir was organisiert. Seinen Sturmhaken. Mir ist nämlich eine Idee gekommen, wenn ich hier die Schweine laufen lassen möchte. Ich habe ja hier unten am Stall eine Hühnerklappe gehabt. Die war ja hier. Die hat ja bis dato auch immer prima funktioniert und alles. Gibt es ja gar nichts. Kann ich aufziehen. Mal zumachen. Soweit so gut. Überhaupt kein Thema. Aber auf der Seite ist er jetzt abgetrennt, da kommen ja nur noch die Schweine hin. So, jetzt habe ich mir gedacht, das ist jetzt blöd. Durch die Klappe kann ich sie nicht auslassen, jetzt habe ich sie mit den Türen ausgelassen. Gar kein Thema, bleibt die Tür halt die ganze Zeit offen stehen.
Und jetzt zeige ich euch aber ein kleines Problem, und das ist nämlich das, was ich habe. Wenn ich die Tür offen lasse, dann können die Schweine natürlich bis hinten rein in den Hühnerstall. Die können an die Eierlege boxen. Und ja, schlimmstenfalls fressen sie dann die Eier, zerlegen die Eierlege boxen oder machen da hinten Randale. Weiß der nicht. Ja, jetzt haben wir gedacht, was machst du? Erste Überlegung, in die Tür eine Hühnerklappe reinschneiden. Will ich aber ehrlich gesagt nicht. Könnte man zwar machen, will ich aber eigentlich nicht, weil Holztür und Holzklappe, und dann hast du doch Mäuse und Ratten und die fressen da unten alles zusammen. An die Holztür auch Stallklappen noch zu machen, macht da nicht viel Sinn. Jetzt ist mal eine andere Idee gekommen, die auch funktioniert und die hat auch einen Vorteil. Ich habe im Winter hier innen keine kalten Temperaturen. Früher war an dieser Tür hier schon mal so ein Sturmhaken dran. Der war da eingehängt und war eigentlich, nein, der war wegen anders, der war gekröpft. Der war hinten an der Wand fest. Der war dafür da, dass man die Tür zuhalten konnte. Bei mir liegt da jetzt immer außen ein Stein davor, dass er zu bleibt, weil das Türschloss da, das funktioniert ja schon seit, ja, ich glaube die letzten 30 Jahre oder was nicht mehr. Jetzt ist mir die Idee gekommen, Sturmhaken, einhaken, festschrauben. Dann bleibt hier noch ein kleiner Spalt. Die Hühner können da hinaus wie durch die Hühnerklappe auch. Ich kann das ja noch ein bisschen variieren, näher ran oder weiter weg. Das muss ich sehen, wenn ich jetzt für die Hühner aufmache. Und ja, dann können die Schweine von draußen nicht rein. Die Hühner kommen raus, sogar kein Thema, das geht wunderbar. Aber die Schweine können nicht rein. So ist der Plan. Jetzt lassen wir mal die Hühner raus und dann schauen wir mal, welcher Abstand ideal ist, und an der Stelle machen wir uns den Haken rein. Und dann wird man sehen, ob es funktioniert oder nicht. Machen wir mal provisorisch fest und dann schauen wir mal, ob sie durchpassen oder nicht. Die Hähne sind dann doch ein bisschen größer, sodass die dann drin stecken bleiben. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, haben wir Stau? Haben wir Stau. So, ja, die ersten Gänger raus. Ja, ich glaube, ein bisschen weiter aufmachen muss ich noch. Ja, muss noch ein bisschen aufgemacht werden, das ist noch zu knapp. Ja, Versuch macht klug. Ich sag ja, gibt bestimmt noch andere Lösungen. Die Klappe in die Tür reinschneiden kann ich aller Willen nicht, wenn es ist. Aber wenn ich es vermeiden kann, dann habe ich gedacht, vermeide ich es. Weil da drüben habe ich damals eine Klappe in die Wand rein gemacht, wo ich die Hühner da rein habe. Ja, jetzt sind sie eigentlich in dem Stall da hinten, jetzt brauche ich die Klappe auch nicht mehr. Und bevor ich jetzt hier auch so einen Schnellschuss mache und hier eine Klappe in die Tür reinschneide und die dann vielleicht auch nicht brauche, zumal es schön wäre, wenn das jetzt so funktioniert, wie es ist. Ihr seht, die Tür, die war mal isoliert mit Styroporplatten. Und eigentlich wollte ich das auch wieder machen, weil die Tür an sich ist in Ordnung. Und ja, wenn es im Winter recht kalt ist, dann kommen da wieder Styroporplatten rein. Dann bleibt es im Stall auch ein bisschen wärmer. Aber das muss ich halt dann mal sehen. Ne? Na, ich passe das jetzt noch ein bisschen an und dann schauen wir gleich nochmal weiter. So, ich habe mir jetzt nochmal auf endgültige Position gesetzt. So schaut es jetzt aus. Rausrutschen tut er normalerweise nicht. Und wie gesagt, jetzt probieren wir einfach einmal, ob das funktioniert. Ist ja ein Versuch. Versuch macht klug, sagt man immer. So, probieren geht über Studieren. Ja, ich muss sehen, ob es geht. Wenn es nicht geht, dann gut, dann war es ein Fehlschlag. Aber das ist jetzt bloß ein Haken, den kann ich wieder rausdrehen. Auch noch, wenn ich drin habe, in der Holztür. Das ist ein wenig blöd, das wieder zuzumachen. So schaut das Ganze dann von außen aus.
Hier eingehakt. Jetzt gehen wir denen noch auf Futter. Die bedienen sich ja eh schon selber. Heute gibt es Kräuter und Salat. Und ja, so komische Beeren, die ich nicht zuordnen kann. Und frag mich nicht, was das jetzt wieder ist. Außerdem Birne. Ja. Melone. Und Kirsche. Eine bunte Mischung. Und vor gestern Abend liegen dort noch Weintrauben und da hinten auch noch ein paar Kirschen. Dann haben die heute was zu tun. Die können picken. Ja, so muss das sein. So gefällt mir das. Ja, weil ich immer wieder gefragt werde, mit was schleife ich eigentlich meine Teile unten beim Krame. Ich bin ja jetzt aktuell in der Maschinenhalle. Ich habe am Samstag die eine Felge hier fertig gemacht, wie man sieht. Da ist jetzt der Lack unten. Das war ja vorher dieser komische, dunkle, rotbraune Rotz da drauf. Ja, das Original Kramerot ist ja viel heller. Karminrot ist das. Ja, vom Farbton her geht es eher in die Richtung wie der Hildikofer. Na, ein bisschen dunkler wie der Hildikofer, aber nicht so dunkel, wie es jetzt war. Sagen wir es mal so. Hat mir jedenfalls nicht gefallen. Ja, zum Thema, wie schleife ich immer, werde ich immer wieder gefragt, immer wieder gefragt. Jeder will es gerne wissen. Ganz einfach. Normalerweise würde ich schleifen mit der Flex und mit dem Stabschleifer und immer die Drahtbürsten drauf. Also entweder mit dem guten Stück hier. Das ist eine Hitachi Flex. Die haben wir schon eine ganze Zeit. Die haben wir mal recht günstig gekauft. Die erfüllt ihren Zweck. Bei uns gibt es gar nichts. Oder eben die zweite Alternative. Das ist der Stabschleifer. So was hat es früher von Bosch Blau gegeben. Da hatten wir einen, der war aber kaputt. Dann habe ich nachher einen Ersatz gesucht und die Bosch Blau haben wir vom ganzen System her dann nicht mehr zugesagt. Die waren einfach zu, ja, billig gebaut. Hatte ich auch in der Hand. Dann habe ich mich da auch für einen Hitachi entschieden. Und der funktioniert hervorragend. Vorne halt dann, wie gesagt, eine Drahtbürste drauf. Ist eine Zopfbürste. Ja, funktioniert normalerweise hervorragend mit dem Teil. Warum sage ich normalerweise? Ja, den Kramer letztes Jahr, den KL300 abzuschleifen, war gar kein Thema. Das war ganz normale Kunstharzlack drauf. Ging mit der Drahtbürste wunderbar. Aber auf dem KA15 hier ist blöderweise kein Kunstharzlack drauf, sondern ein Kunststofflack. Und ja, ich meine, jetzt sieht man nicht mehr viel von dem Lack, der ist ziemlich weg. Aber der hat das Problem, also da sieht man noch ein wenig was davon. Das ist halt so richtige Trümmer sind das. Der hat das Problem, wenn du da mit der Drahtbürste drauf gehst, egal wie langsam du die Geschwindigkeit machst, der schmiert sofort. Der wird heiß, schmilzt und schmiert dann. Bis du da dann mal eine kleine Fläche damit abgeputzt hast, sauber gemacht hast, da wirst du blöd dabei. Macht absolut keinen Spaß. Habe ich gesagt, nichts gibt's. Das tue ich mir nicht an. Ja, und deswegen. Ja, bin ein bisschen verkältet. Ja, die kühlere Witterung, wenn es losgeht, ist bei mir chronisch. Dann kommt immer dieser blöde Winterschnupfen dazu. So. Ich arbeite aktuell mit diesem Gerätchen hier. Ein Nadelentroster. Der hat vorne so, ja, Nadeln nennt man das, oder Nägel, oder wie das nennen wollt, hat der da drin. Funktioniert mit Druckluft das ganze Ding bei 6 Atü. Und da drücke ich hinten einfach ab und vorne die Nadeln, die schießen dann raus, sieht dann so aus. Ja, und das löst man dann den ganzen Lack ab. Ist natürlich auch ideal, gerade auf die Felgen innen. Hier hat man es schön liegen, wo die Reifen außen anliegen, da ist Feuchtigkeit reingekommen, da haben die Felgenwände das Rosten angefangen. Das sieht man ja hier. Ja, und das bröselt natürlich mit dem Ding da auch wunderbar runter, ist das alles sauber.
wird dann schön frisch lackiert. Und dann wird es auch wieder. Ja, das Thema mit dem Ding, es dauert zwar ein bisschen länger, klar, die Bürste wäre schneller. Aber ich sag's mal so, der Nadelentroster funktioniert auch. Klar, ich könnte jetzt auch Sand strahlen lassen, aber einen Geldscheiß habe ich natürlich auch nicht. Ich habe jetzt die Kotflügel gemacht, weil die einfach blöd zu erreichen sind, die Stellen. Und das zu Sandstrahlen ist schöner. Die Felgen da, die sind relativ einfach zu handeln. Da habe ich gesagt, das mache ich selber. Die kann ich mit dem Nadelentroster bearbeiten. Ja. Und zu dem Lack, der da drauf war, also man sieht schon, deswegen mache ich es eigentlich runter. Ist alles knusprig, bröselt. Und wie gesagt, das ist absolut nicht der Original-Farbton. Da in der Mitte von der Felge hat man mal so einen Farbübergang. Das ist das Originalrot natürlich schon recht vergilbt. Oder da schaut es ein bisschen hervor. Und das außenrum, das ist eher wie so eine Art Rotbraun. Und es schaut halt nicht so toll aus. Und deswegen mache ich die. Deswegen habe ich gesagt, meine ganzen Schlepper. Ist zwar ein Riesenaufwand, aber wenn ich überlege, ich habe eine Anfang Juli gekriegt. Jetzt haben wir Ende August, Anfang September dann. Also haben wir den ganzen Juli, den ganzen August. Habe ich 2 Monate bislang gebraucht. Und ich denke mal, also ja, 9. September wäre schön gewesen, das klappt aber definitiv nicht. Aber wenn ich es bis zum Anfang Oktober hinkriege, den Schlepper, dann ist doch schon viel gewonnen. Na, schauen wir mal. Wird man alles sehen. Ich mache jetzt hier mal weiter und halte euch dann auf dem Laufenden. Eine knappe Stunde später, um 10 Uhr habe ich hier angefangen, jetzt ist kurz nach 11. Die Felge ist fast fertig. So schaut sie jetzt aus. Sauber abgeschliffen. Die Ränder hier außen abgeschliffen. Oder abgeschlagen, oder wie ihr sagen wollt, ist mir egal. Ja, hier drinnen habe ich jetzt noch ein kleines Stück freigelassen. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt kriegt er noch was auf die Ohren. Ich habe ja einen Gehörschutz auf. Ihr dürft jetzt noch mal hören, wie laut es ist. Ich mache jetzt noch mal einfach ein ungekürztes und ungedämpftes und ohne Musik überlegtes Stück, dass da mal mitkriegt, wie laut das Ding eigentlich ist. Also ohne Gehörschutz gehst du da wirklich kaputt. Das habe ich euch jetzt einfach mal gegönnt, das muss jetzt einfach mal sein. Ja, also mit dem Ding beseitige ich den Lack. An der Stelle ging es jetzt relativ schnell. An die Ecken und Kanten, da plagt man sich halt ein wenig mehr. Also zum Beispiel hier oben diese Kanten, diese Rundungen. Die gehen nicht ganz so schön, aber es funktioniert auch. Die Felgen hinten sind fertig, komplett fertig. Die können jetzt da noch abgeblasen werden. Ein bisschen mit Verdünnung gereinigt, mit einem Lappen und anschließend grundiert und lackiert werden. Allerdings fehlt mir Grundierung und Lack. Ja, da fehlt momentan auch das Geld dafür. Haha. Ha. Ich habe mir jetzt überlegt, die Vorderreifen oder die vorderen Reifen da, die waren ja auch schon soweit fertig. Nachdem aber außen der Mantel ja und der Schlauch sowieso rauskommt und neue rein. Haben wir schon überlegt, dann werde ich die wahrscheinlich noch abziehen und mache die Felgen auch gleich so weit innen her fertig, dass da, falls da Roststellen sind, auch gleich mit weg sind. Dann kann da Lack drauf. Dann werden die jetzt wie beim IHC quasi komplett fertig lackiert und dann die Reifen aufgezogen. So, jetzt ziehen wir vom Kram die Vorderreifen noch ab, dass ich die Felgen nachher auch noch ein bisschen putzen kann, falls da Rost oder was ist. Dann können die auch komplett lackiert werden.
Dazu nehme ich eine Reifenmontier-Demontiermaschine. Brauchen wir erst nochmal Luft. Dann lassen wir mal die Luft aus die Reifen noch ab. Dazu wird einfach das Ventil rausgeschraubt. So. Und zum Abziehen wird er dann hier eingespannt. Der Reifen sitzt außen auf der Felge hier auf. Und so komme ich hier nicht rein, kann ich nicht einspannen, nichts, kriege ich nicht runter. Dafür wird quasi der Reifen von der Felge abgedrückt. Ja, und dann ist er hier oben frei. Dann kann ich mir hier jetzt dann in den Tisch oben einspannen. Da sitzt der jetzt bombenfest. Ja, dann braucht man Montiereisen. Fährt da aus dem Grunde, hebt ihn an, dann wird er einfach so abgezogen. Ich sage einmal, wenn der Schlauch jetzt dabei kaputt geht, ist nicht schlimm. Ich habe auch gesagt, der kommt eh komplett neu. Ist nicht mehr der beste gewesen. Also keine Angst, normalerweise, man könnte es auch runter machen, ohne dass der Schlauch dabei kaputt geht, ganz klar. Nein, nicht. Also den Schlauch zerreißt mir jetzt, den könnte man vorher rausziehen, aber das ist mir egal. So, und dann schaut das Ganze so aus. Da haben wir den Schlauch. Da den Außenmantel. Und da haben wir die Felge. Und genau wie ich es gesagt habe, auch hier drin, da läuft seitlich da das Wasser rein, gerade wenn nicht viel Luft drauf ist. Da fängt es da in das Rosten an, Dreck drückt es rein. Ja, und hier oben am Ventil ist er recht scharfkantig. Da macht man sich bloß das Ventil kaputt. Das war Nummer 1, der wird jetzt außen an die Ränder da ein wenig abgeputzt. Nummer 2 hole ich noch her. Und dann sind die auch abgezogen, dass da weitergeht. We'll be right back.
Ja, hier vorne bei Licht sieht man es dann noch mal besser, wie die eigentlich innen her ausschauen. Also da blättert auch so richtig der Rost raus. Wenn ich jetzt da hergehe, die Rostfladen, die hauen wir da auch raus. Ist wie gesagt da viel Dreck dabei, der von außen dann reingedrückt ist. Ja, und dann natürlich haben sie hier so Stellen mit Buckel drin. Die kann ich dann gleich noch schön ausschlagen, dass die dann danach auch wieder gut ausschauen. Ja, und wie gesagt, da gehe ich auch mal mit dem Nadelentruster drüber. Da hat man es zum Beispiel ganz deutlich, da war er ohne Luft gestanden im Dreck, dass der ganze Erdboden mit reingeknietscht. Das ist in der Zeit, wo er dann dort die ganze Zeit gestanden war. Da war es wahrscheinlich ein wenig schlammig oder was an der Stelle und dann hat es mit reingematscht. Oder sei es auf dem Acker draußen, das kann natürlich auch sein. Ja, hier sind das nächste. Dann fehlen eigentlich bloß noch die Hubstreben hier von der Hydraulik hinten und die Unterlenker. Die Aggerschiene hätte ich noch. Und hier dann noch den Schlepper selber. Der muss dann untenrum noch ein bisschen. Die Spurstangen, nachdem die hier so gebogen sind, gehe ich davon aus, die hat nochmal einen Unfall oder was. Da schmeiße ich die raus, die fliegen auf den Eisenhaufen. Und nehme dafür die schönen Geraden hier vom K15. Die passen da optimal. Dann ist das soweit fertig. Und dann kann es endlich mit dem Lack losgehen. Dann ist alles, aber wirklich alles gestrahlt, entrostet. Naja, gut, die Kotflügel muss ich noch schweißen, okay. Da wird schon wieder nicht mehr dran gedacht. Die Löcher gar zumachen, zuputzen. Aber dann ist alles fertig zum Lackieren. So, aktueller Stand am Kramer. Ich habe ein wenig weitergemacht. Also, der Trümmerhaufen liegt immer noch da. Ja, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich habe mich erst einmal dem Kotflügel gewidmet. Der eine war ja fertig hier. Der ist ja perfekt. Fast perfekt. Wie auch immer. Der andere natürlich noch nicht. Da waren ja Haufen Schweißpunkte nötig und viel Zuschweißen. Kotflügelstreben und war alles kaputt. Tja. Normalerweise würde man neue Stehbleche reinschweißen und neue Kotflügelstreben. Aber ich denke, ich habe da auch so wieder sehr gut hingekriegt. Und so schaut das gute Ding jetzt aus. Also hier unten war er ja total rausgedellt. Natürlich wieder schön ein Loch hinten zusätzlich gebohrt für den Rückstrahler. Sämtliche anderen Löcher zugeputzt. Wie man sieht, überall wo er so angeschliffen ist. Ja, der ist soweit hier fertig, was das betrifft. Wie man sieht, hier habe ich jetzt da mal eine Lampe drauf gebaut. Das sind meine Standlichter. Ich bin gerade am Anpassen. Drüben habe ich ja die ganzen Löcher dafür schon gebohrt. Das ist quasi die Lampe, wo da jetzt drüben sitzt, sitzt hier da. Das ist das die Kabeldurchführung, zwei Schrauben, wo sie befestigt ist. Und hier ist zweimal Befestigung für so einen kleinen Lampenträger und eine Bohrung fürs Kabel. Und das Ganze gibt es hinten natürlich auch nochmal. Lampenträger, Bohrung fürs Kabel. Ja, so schaut die Sache jetzt aus. Ich bin jetzt noch am Anpassen. Lange geht es aber nicht mehr, ist gleich wieder 6 Uhr. Abendessen, schade, freier Tag schon rum. Ich habe gedacht, ich schaffe noch ein wenig mehr, aber ja, irgendwie sollte das wohl wieder nicht sein. Heute früh noch gedacht, die Felgen gemacht, noch bis 11 Uhr bist du fertig, kurz nach 11 Uhr, dann schaffst du heute einiges. Hab noch gedacht, na, den Trümmerhaufen, den kriege ich locker weg. Aber der Kotflügel, da hat mir jetzt den letzten Nerv gekostet. Also so viele Schweißpunkte und so viele Schweißlöcher. Das kann ich keinem empfehlen. Beim nächsten Mal mache ich wieder ein Blech rein. Das geht schneller. Aber ja gut, da kann man damit leben. Ich habe es jetzt irgendwie fertig gekriegt. Besser wie nichts. Beim nächsten Mal mache ich das nicht mehr. Da wird es wieder gemacht wie beim Karl 300. Aber das ist halt, wenn man denkt, man punktet zu. Ja, zum Anpassen. Ich schaue halt jetzt, dass ich hier die Löcher alle so weit hinkriege, dass das irgendwie gar wird. Ja, ich denke, ich mache hier an der Stelle erst einmal Schluss. Ich verfahre noch schnell die Lore mit dem Mist. Das mache ich mit dem IHC. Ich wollte ihn ja sowieso einmal bewegen. Die neuen Reifen das erste Mal fahren. Ich bin nämlich noch nicht gefahren. Ja, und da dürft ihr mich begleiten. Einmal die neuen Reifen vom IHC zu sehen. Wird doch auch mal wieder schön.
Und dann schauen wir weiter. Thank you.
ja, hier nochmal für alle ohne IHC in voller Pracht für die neuen Reifen. Ja, also ich finde, der schaut gut aus. Die Dach sind halt bloß 34 Zoll Felgen. Klar könnten wir größere drauf machen, aber die waren immer drauf, die sind original. Und die tun ihren Zweck. So schaut's aus. Soweit wieder alles zusammengeräumt. Jetzt gehe ich noch zum Abendessen. Später dann noch die Viecher schnell machen. Und dann ist Schluss. Und ich sage an dieser Stelle jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns am Freitag um 16 Uhr wieder. Mal gucken, wo ich dann gelandet bin, was bis dahin passiert ist. Vielleicht kriege ich ja bis dorthin wieder was fertig. Und dann sehen wir weiter. Jo, bis demnächst. Servusla.